Hallo liebe Modellbahnfreunde, Thema heute ist ein hochmoderner Zug oder genauer gesagt das H0-Modell eines hochmodernen Zuges. Es geht um die jüngste ICE-Baureihe der Deutschen Bahn AG, um die Baureihe 407, also einen Zug, der sich erst in einem inzwischen fortgeschrittenen Stadium der Entwicklung befindet und noch nicht im Regeleinsatz steht. Die Baureihe 407 der DB AG ist als Projekt unter der Zeichnung Velaro D bekannt. Velaro ist die Bezeichnung für eine konstruktive Basis für Hochgeschwindigkeitszüge, die außer nach Deutschland auch nach Spanien und nach Russland geliefert werden. Die Bezeichnung Velaro D erklärt sich daher, dass es beim Velaro D um diesen Hochgeschwindigkeitszug der Baureihe 407 für D wie Deutschland geht. Wir stellen Ihnen heute das Basisset des entsprechenden Fleischmann-Modells vor. Dieses Basisset besteht einstweilen nur aus den beiden Triebzugköpfen sowie zwei Mittelwagen. Dieses Basisset kann um weitere Wagen erweitert werden, die dann in weiteren als weitere Artikel zugekauft werden müssten, sodass dann insgesamt der vorbildgerechte siebenteilige Zug der Baureihe 407 oder auch Velaro D entsteht. Das Modell der Baureihe 407, inoffiziell auch als der neue ICE 3 bezeichnet, wird in einer Klarsichtpackung der Firma Fleischmann in den jetzt aktuellen Farben geliefert. Ich öffne mal einfach den Deckel und wir sehen hier das vierteilige Set. Es besteht aus den beiden Kopfwagen und zwei Mittelwagen. Alle vier Wagen, die beiden Kopfwagen und die beiden Mittelwagen, sind mit Hilfe der Folie einfach herauszunehmen und können auch ebenso einfach nach vollendetem Spiel wieder in die Packung zurückgelegt werden. Ich mache das jetzt mal vor. Der erste Kopfwagen, vorsichtig anfassen, rausziehen geht sehr leicht und vorsichtig ablegen. Der Wagen mit dem Restaurant, auch hier relativ einfach, die Folie hat sich ein bisschen verklemmt, kein Problem. Herausheben, ablegen. Der Sitzwagen, der den Modellantrieb enthält, ist unser nächster Kandidat, den wir rausnehmen. Auch hier an der Folie vorsichtig herausziehen. Dann kann er abgelegt werden. Und schließlich der noch verbleibende Kopfwagen. Folie hochziehen, rausnehmen. Unkompliziert, einfach und sehr sicher. Das Modell entspricht außerordentlich hochgeschraubten Ansprüchen im Hinblick auf Farbgebung und Detaillierung. Sie sehen hier den hochmodern gestalteten Kopf, die rote Seitenlinie mit der Buchstabenfolge ICE und dem bekannten DB-AG-Keks, den Vermerk, dass es sich hier um einen Wagen der ersten Klasse handelt. Besonders hervorheben möchte ich die äußerst fein detaillierten Drehgestelle. Ein Vergleich mit dem Vorbild würde es beweisen, hier ist im Grunde genommen nichts vergessen worden. Perfekt also die äußere Gestaltung dieses Triebwagens, dabei vielleicht hervorzuheben, was neu ist am ICE, der Dachaufbau. Es ist ja bekannt, dass dieser ICE in seinem Inneren mehr Platz haben soll für die Fahrgäste, weil ein Teil der Schaltstrecke an anderen Stellen des Fahrzeugs untergebracht wird. Wir haben also auch in der äußeren Form eine völlige Neuentwicklung als Modell. Besonders interessant in diesem Zusammenhang ist die Gestaltung der Kupplung und der Wagenübergänge, das wir uns dann etwas näher anschauen wollen. Der Clou dieses Modellzuges ist das Kupplungssystem. Das einfache mechanische Einkuppeln verbindet gleichzeitig alle Teile des Zuges elektronisch, sodass mit dem mechanischen Kuppeln auch eine elektronische Komplettierung des Fleischmann-Modells
verbunden ist. Also keine extra Drahtführungen, sondern eine Kupplung, die, wie beim großen Vorbild, auch den Zug hinsichtlich Steuerungs- und Regelungsfunktionen sofort komplettiert. Einfach, problemlos und elektronisch sicher. Das machen wir jetzt mal. Ich habe dazu, was sehr sinnvoll ist, einmal den Triebkopf und den Bordrestaurantwagen auf ein gerades Gleisjoch gesetzt und werde jetzt einmal zeigen, wie einfach und problemlos die mechanische und elektronische Verbindung zweier Zugteile realisierbar ist. Vorsichtig zusammenschieben und der Zug rastet mechanisch und elektronisch ein. Ich kann es zeigen, Sie sehen es hier, der Zug hat gekuppelt und ist gleichzeitig elektronisch in ein und derselben Funktionseinheit vereint. Beim dritten Wagen, den wir ankuppeln wollen, handelt es sich natürlich wieder um einen Mittelwagen. Dieser Mittelwagen besitzt im Modell wie beim Vorbild Antriebe. Auch daran zu erkennen, dass er hier auf dem Dach zwei Pantographen besitzt. Als Antriebsfahrzeug ist er natürlich mechanisch nicht rollfähig, sondern kann nur dann bei elektrischem Betrieb fahren. Wir müssen also die bereits gekuppelten zwei Teile, den Kopfwagen und den Mittelwagen, an diesen angetriebenen Wagen heranschieben. Auch das geht wieder ganz einfach. Wir halten ihn hier links fest und rollen die beiden Wagen heran. Vorsichtig und sacht. Ein kleines Klick. Und schon ist der Zug zu einer dreiteiligen Einheit gekuppelt. Jetzt fehlt praktisch noch bei dieser Grundeinheit der zweite Kopfwagen, den wir jetzt hier ansetzen. Auch hier wieder ganz einfach. Vorsichtig heranschieben. Ein Klick und der Zug ist komplettiert. Man kann natürlich auch die Züge zweier Grundeinheiten miteinander kombinieren und hat dann zwei vierteilige Einheiten, die im Verband fahren. Das ist zwar nicht ganz vorbildgerecht, es ist aber möglich und das wollen wir hier demonstrieren. In der Beschreibung der beiden Grundpackungen, die wir verwenden, ist dazu zwar keine Anleitung, deshalb verwenden wir ganz einfach Fleischmann-Standard-Kurzkupplungen. Wir nehmen die Verkleidung ab, hier unten ist eine kleine Aussparung, nehmen eine solche Kupplung und führen sie ganz vorsichtig in den Kupplungsschacht ein. Wie gesagt, ein wenig schwierig, aber möglich. Jetzt ist die Kupplung mit dem Fahrzeug verbunden. Wir kommen nun, wie immer an dieser Stelle, zum Geschwindigkeitstest, der natürlich bei einem ICE, dem Superzug, besonders gründlich ausfallen muss. Wir messen, wie wir das immer tun, in drei verschiedenen Fahrstufen. Als unterste Fahrstufe wählen wir die Fahrstufe 10, für den mittleren Geschwindigkeitsbereich die Fahrstufe 64 und für den Hochgeschwindigkeitsbereich die Fahrstufe 128. Wir benutzen dazu auch, wie immer, die Z21 in Verbindung mit dem iPad. Fahrstufe 10. Unser Velaro fährt langsam wie ein Fußgänger. Ich bin auf die Geschwindigkeit gespannt. 6,3 Stundenkilometer. Wir erhöhen auf Fahrstufe 64 einen mittleren Geschwindigkeitsbereich und unser Zug passiert mit 142,5 Stundenkilometer die Messstelle. Wir fahren hoch auf Maximalgeschwindigkeit und passieren mit 273,2 Stundenkilometern die Messstelle.
Wir beschäftigen uns nun mit dem Test der Soundfunktionen. Zunächst F1, Sound ein. Sound im Stand. Sound beim Anfahren. Sound beim Beschleunigen. Beim Fahren. Beim Anhalten. Sound aus. F2, Blocksignal akustisch auf der Strecke. Achtung! Hornsignal auslösen. F3, Fernlicht ein. F3, Fernlicht aus. F5, Abfahrtsignal mittels Trillerpfeife. F7, Geräusch des Luftpressers einschalten. Luftpresser ausschalten. F8, Bahnhofsdurchsage in Deutsch. F11, akustisches Signal. F12, Ventil. F13, Führerstandsansage, Deutsch. F14, F15, F16, Bugklappe auf. Zu. F17, Tür auf. F17, Tür zu. F18, Führerstandsansage, Türen geöffnet. Schließvorgang eingeleitet. F19, Führerstandsübernahme ein. Führerstandsübernahme aus. Wir haben aus zwei Grundpackungen dieses Modells ausnahmsweise einmal einen fünfteiligen Zug zusammengestellt. Wir gehen einfach mal davon aus, dass sich der Zug derzeit noch im Test befindet. Wundern Sie sich also nicht, wenn Sie zwei Kopfteile und drei Mittelwagen sehen. Es sind zwei Bordrestaurantwagen mit im Zugverband. Wir gehen mal davon aus, dass die Testingenieure und Konstrukteure diese Bordrestaurants benötigen, um einfach dort am Zug zu arbeiten und gelegentlich auch mal einen Imbiss zu sich zu nehmen.